Guti, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Wir müssen jetzt König Vendrick töten. Das wird alles andere als einfach. Ich habe jetzt währenddessen schon mal die DLCs durchgemacht. Das werdet ihr alles sehen, wenn ihr die nächste Folge einschaltet, nachdem wir das Spiel beendet haben. Einfach nur, um zwischendurch irgendwas zu tun und natürlich auch, um zu leveln. Wir laufen jetzt einfach durch. Nein, tun wir nicht. Wir töten erstmal den Zombie, damit der die Geister nicht ruft. Umso einfacher wird es für uns, zu Vendrick zu kommen. Sehr gut. Drei Zombies. Ja, ja, drei Stück. Zwei haben wir. Und da kommt der dritte. Okay, das war's. Hier läutet keiner mehr die Glocke. Und ich habe Angst. Ich habe Angst vor König Vendrick. Er hat mehr Angst vor dir. Naja. Ich glaube nicht, dass er wirklich Angst vor mir hat. Dafür ist er einfach zu kräftig. Wir benutzen auch Harz, und zwar das elektronische, das Goldharz. Ja. Und machen uns jetzt auf den Weg zu ihm. Shit, ich wollte eigentlich noch den anderen Ring anlegen. Naja, egal. Gut, ganz ruhig, ganz ruhig. Er wird schon kommen. Ja. Und schon sind wir tot. Das war so klar. Gut, ich brauche kein Goldharz, Hauptsache ich habe den Ring. Und vor allem mehr Verteidigung. Ring der Geschicklichkeit lasse ich drin. Finsterquarz Ring kann raus. Dafür nehmen wir rein den... Wo ist er denn, der Drachenring? Ach, da oben. Dritter Drachenring. Goodie, damit haben wir auch wieder mehr Leben und sogar mehr Stamina, um ihn häufiger zu bombardieren. Da müssen wir Licht lang, aber hier. Ich hoffe ja, dass irgendwann die Zombies, die diese komische Glocke läuten, nicht wiederkommen. Nee. Die kommen immer wieder, ne? Wenn du sie dreimal besiegt, wenn du drei besiegt hast, kommen die nicht mehr. Ja gut, wenn drei besiegt sind, dann nicht mehr. Aber wenn man sie zehnmal besiegt, kommen sie dann auch nicht mehr wieder? Ja. Weg. Okay. Verlasse ich mich drauf. Ach, Dreck. Jetzt habe ich die Glocke geläutet. Ach, scheiß drauf. Ich laufe dran vorbei. Ich habe zwar kein Goldharz mehr, aber das ist egal. Feuer nehmen oder sowas? Ja. Habe ich alles nicht. Obwohl doch, kohleartiges Harz müsste ich noch haben. Das ist dunkles Harz. Genug davon und kannst nicht. Ah, da, okay. So, angewendet. Und wir verwenden ebenfalls noch ein Glühwürmchen, ein Leuchtkäfer. Für mehr Verteidigung. Mehr Angriff. So, Vendrick, komm her. Okay, ob er mich wohl lieb hat?
Ja, hier ist Rollen sehr gefragt. Trink. Oh, ich kann nicht trinken. Das gibt's nicht. Der macht mir so dermaßen Schaden, ich krieg's nicht geblockt. So, ausweichen. Ja, ich krieg's auch nicht ausgewichen. Ich schaff's ja nicht mal zu trinken, ohne dass er mich killt. Du musst um ihn herumtanzen. Ich tanze ja schon. Ich tanze ja schon Salsa. Vielleicht steht er mehr auf Breakdance, keine Ahnung. Okay, die Zombies sind schon mal tot. Weiter geht's. Ich werde bei sowas immer extrem ruhig, weil ich es schaffen will. Und ich glaube, das ist ganz gut. Ich bleibe jetzt ruhig. Hälfte haben wir. Es bringt immer sehr viel, hinter ihm zu bleiben. Und vor allem, wenn man seine Muster kennt, kann man auch im richtigen Moment mal rollen. Autsch, das hat gesessen. Trink bloß. Will zumindest einen Schlag aushalten können. Okay. Noch 5%, noch 3%, noch 2%. Und geschafft. König Vendrick ist tot. Glückwunsch. Dankeschön. Das Errungenschaft freigeschaltet. Vendrick besiegt.
Jetzt besuchen wir ihn mal in der Vergangenheit. Gedenken an den König. Seeker of fire. What do you see? Find the crown. The crowns hold the strength. Seek and as befits you, seeker of fire. I too sought with fire a lie. Seeker of it grows flame. Seek one the and mine. Okay, er sagt nichts Neues. Wir haben es geschafft im Prinzip. Also es ist nichts mehr zu tun. Wir sollen jetzt die Kronen suchen. Das war sein Auftrag und das haben wir getan. Und wir haben sie gefunden. Ja. Alle drei. Gab es nur drei oder vier? Aber dann fehlt ja noch ein DLC. Von Vendrick habe ich keine Krone bekommen. Weißt, dass du in einen von Anna kriegst du, glaube ich, auch noch was. Wo? Aber ich weiß nicht, ob das zum DLC dazu gehört. Wo kriegt man noch was? Wo dieser Frosch Boss war. Aber auch alles im Wasser war. Du in so einem Weg entlang laufen musstest. Bei den ganzen Sängerinnen. Genau. Und da gibt's eine Krone? Ja, da ist hinten so ein Drachenritter, der muss besiegt werden. Dahinter ist irgendein Ausrüstung und Krone, glaube ich, wenn ich richtig bin. Stimmt, du hast recht. Ja, ich erinnere mich. Dann machen wir das jetzt gleich. Yep. Dazu musstest du, glaube ich, den Krieger besiegen, der, den, was wir im DLC besiegt haben. Ja. Im Eis. Und ich erinnere mich wirklich dran. Ah. Das gibt mir doch wieder einen Hinweis. Perfekt. Gut, dann steigen wir gleich noch ein paar Level auf. Einfach mal die Seelen opfern. Und ja, bringen wir Belastung auch noch auf 25, was soll's. Frisst kein Brot. Guti, dann weiß ich ja ungefähr, wo ich hinzugehen habe. Reisen. Oh Gott, mit dem ganzen Wasser. War das unten beim Schrein von Amana? Ja, ich glaube ja. Ja. War das zweite Leuchtfeuer, soweit ich mich erinnere. Ja, 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 ja. Die Erinnerung kommt wieder. Das war dann links hinten in der Ecke. Schade, die brauchen immer noch drei Schläge. So ein Mist. Die ollen Hexen. Okay, der ist weg. Trinken. Oh, sieht doch ganz gut aus. Was sagt die? I'm a Barbie Girl? Thank you.
Okay, und da vorne muss das gewesen sein. Ja, und der Drachenritter ist auch komischerweise nicht mehr da. Der war vorher da. Komisch. Das ist sehr eigenartig. Den hatte ich nur einmal getötet. Vielleicht reicht es auch. Eventuell. Die Tür ist verschlossen. Musst du die Krone aufsetzen? Welche? Einfach mal ausprobieren. Genau weiß ich es nicht. Okay, tun wir so, als wären wir der weiße König. Verschlossen. Tun wir so, als wären wir der alte Eisenkönig. Verschlossen. Dann tun wir so, als wären wir der versunkene König. Verschlossen. Gut, dann wollen wir mal herausfinden, was für ein Schlüssel dafür zuständig ist. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis nachher.